Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Angezeigt spielt Marvel Heroes 2015. Wer mein Top 10 Free-to-Play Video gesehen hat, weiß, dass Marvel Heroes momentan meine Nummer 1 bei den Free-to-Play Games ist und wahrscheinlich direkt sich hinter Diablo einreiht bei den Action-RPGs. Und darum, da ich noch keine Review dazu gemacht habe, kommt jetzt ein kleines Spielchen Ründchen dazu. Und natürlich gleich zum neuen Kinofilm Guardians of the Galaxy haben sie auch gleich wieder was gemacht. Das ist hier eh im Spiel verdammt gut. Es gibt immer Aktionen. Es gibt immer irgendwelche Events. Das ist extrem gut. Ich spiele hier Captain America. Bin Level 18. Und ich laufe jetzt einfach mal hier durch. Hier stehen, ja, hier ist auch mein eines Schild. Hier stehen verschiedene Händler überall rum. Auch hier Händler. Man sieht immer drüben Waffenhändler, Teleporter. Hier steht ein Hulk rum von New X-Factor. Also die ganzen Helden, die hier rumstehen, sind selbst spielbare Helden. Hier spielte Thor. Hier steht ein Wolverine, ein anderer Captain America. Und hier kann man sich dann bei den mit Symbol drüber, das sind dann PC hier, die Flame, oh, Hulk mit Uniform. Also es gibt schon verdammt coole Sachen und ich habe ein Präsent, weil ich ein paar Tage hintereinander gespielt habe. Ja, mein Charakter, meine Ausrüstung, meine Basiswerte, hier sind dann alles nochmal hochgerechnet. Es gibt verschiedene, auch wie in jedem Spiel, graue Waffen sind Crap-Waffen, also ist grau ist Schrott. Dann ist blau normal, dann gibt es grün, ist eine Stärke höher, danach ist violett, danach kommt gelb. Mehr habe ich noch nicht gefunden. Und hier gibt es noch legendäre Sachen, die man dann auch finden kann oder bei Quests freischalten kann. Man kann Sachen kräften, man kann Singleplayer-Events machen, man kann Multiplayer-Events machen, man kann auch einfach sich durch das Land bewegen, was wir jetzt erstmal machen. So, nach Madripoor. Ich weiß gar nicht, was mein Quest war. Finde Sharon Carter in der Vorstadt. Dann möchte ich nicht nach Madripoor reisen. Dann nehme ich den Teleporter. Und hier möchte in die Vorstadt mich teleportieren. Es sind immer solche, also nette Zwischenbilder. Es gibt auch bei den Singleplayer- oder Multiplayer-Kampagnen richtige Videos mit Marvel-Comic zwischendrin. Also extrem gut. Man kann das Spiel, das schön ist, also man kann sich am Anfang den Held aussuchen. Man kann zwischen, ich glaube, 8 Starthelden, da ist dann Thor, Spider-Man und so weiter, alles dabei. Und man kann jeden Held mit Ingame-Währung freischalten. Also, ich gehe mal hier drauf. Ich habe hier 136 Ewigkeitssplitter gesammelt. Wenn, was sind das hier? Planet X-Bark. Ah, wahrscheinlich jetzt vom aktuellen Quest. Hey, willst du was? Ich erzähle gerade. Ich habe hier 136 Splitter der Ewigkeit. Man kann, wenn man da eine gewisse Menge gesammelt hat, auch die einlösen gegen, ich muss jetzt mal hier ganz kurz kämpfen. Ich habe gerade ein paar Lecks, ich befürchte aber, dass die an mir liegen, weil ich natürlich nebenbei auch noch umwandle. Ich habe gehofft, dass es bei der Videoaufnahme geht. Wir probieren es mal. Die kann man dann gegen echte Helden eintauschen. Man kann hier sehr viel kaufen. So, jetzt müssen wir erstmal kurz kämpfen. Kam Silver Surfer vorbei. Es kommen auch immer wieder neue Helden dazu. Hier ist ein Medikit. Also das sind jetzt so die ganz normalen, ohne Quest Gegner. Auch hier kann man wieder erkennen, die haben unterschiedliche Farben. Oben in der Mitte steht ja, der ist jetzt blau gewesen. Hydra, Helios Pilot. Und jetzt müssen wir mal
mal ganz kurz gucken, wobei jetzt ich bin ja Level 18 und bewege mich hier im Level 11 Bereich, also da ist jetzt nicht wirklich was Gefährliches für mich dabei. So, ich würde euch gern gleich mal ein Quest zeigen, was hier hinten ist, darum rennen wir mal etwas durch. Hier liegt sogar eine grüne Rüstung und grün. Ich nehme, ihr kennt mich, ich nehme das meiste eh immer mit. Findet Sharon Carter. Hier steht. Einige davon sind noch nicht fertig getestet. Okay, das sind Handwerker. Bist du? Du bist doch der. Bitte nimm Platz. Hier komme ich in mein unterirdisches Versteck. So, ich muss mal wieder meine Fähigkeiten durchtesten. Da hinten findet James Carter. Ich kann mich hier so relativ frei durchbewegen. Die grünen Bälle, die da liegen, die ist, sowas kann man auch immer aufsammeln. Auch jetzt das Gold, was es hier immer droppt, kann man aufsammeln, aber das braucht man nur für Upgrades, darum jetzt nicht allzu sehr wichtig. Ihr kennt mich zwar, wie gesagt, ich sammle alles auf. Und Vipers Rachefeldzug. Nächstes Quest beginnt. Ich muss jetzt mal gucken, wo es lang geht. Oh, da komme ich natürlich nicht lang. So, jetzt suchen wir. Ich bin gerade an einem Gebiet hier, wo ich kann hier gemütlich durch die wirklich durchrennen. Ich würde euch gern gleich das nächste Quest zeigen. Also ist, wie nennt man, Event zeigen. Steht sogar, nächstes Event beginnt dann und dann. Das nächste Event zeigen. Das ist wirklich dann so ein Community-Event, ich weiß nicht, wie man genau sagt, wo man halt einfach irgendwo ein Big Boss erscheint. Der Big Boss, das kann Venom sein von Spider-Man, das kann irgendein Comic-Bösewicht sein und den müssen wir dann, die sind dann echt stark und die können wir dann gemeinsam verprügeln von allen Leuten, die hier sind. Oh, Madame Hydra, ich habe hier gerade die Madame Hydra gefunden. Das ist jetzt hier so ein Event. Wo ist er denn? Also die sind echt stark. Allein hast du da auch eigentlich gar keine Chance. Gerade wenn jeder mit seinen Effekten da drauf donnert, ist es zum Teil echt schwierig, die zu sehen. Und hier sind ein paar wenig Leute, die mithelfen. Gerade der hier macht sein Feuer in die falsche Richtung. Und also selbst ich mit meinem Level 18, wo ist sie hin? Auch mal die Mobs drumherum kaputt machen. Selbst ich als Level 18 hau da schon richtig heftig drauf. So, den machen wir mal weg. Und da sie ja noch andere Bosse im All, andere Mobs mit ranruft, ist das zum Teil wirklich. Ist er da und ist keiner da, normal prügeln da. Also gut, ich bin jetzt auch zu einer Uhrzeit online, wo vielleicht nicht jeder online ist. Ja, jetzt hier eine Flame und wer der zweite ist, weiß ich jetzt gar nicht. Hier da, der Junior Nelly. So, jetzt haben wir sie schon halb nieder. Also auf sowas kommt alle paar Minuten in jeder Region passiert was anderes. Und darum echt nice. Wir gucken dann gleich mal auch in den Shop rein. Ah, hier sowas sammle ich auch immer auf. Hab mein Schild in die falsche Richtung geworfen. Wo ist er denn hin? Da. Ich bin auch vom Equip recht gut. Also das Gelbe und das, was ich da so alles habe. Ah, jetzt kommen auch mal ein paar andere dazu.
jetzt noch ein Daredevil jetzt dazugekommen und irgendwas, was fliegt und Feuer macht. So, jetzt aber. Komm, ich darf einen finnischen Schlag machen. Okay. Wir haben ein violettes... violette Schuhe gefunden. Soweit ich das jetzt gesehen habe, findet jeder seinen eigenen Loot. Weil mir hat noch nie jemand was weggeschnappt. Darum bin ich da der festen Überzeugung, dass jeder seinen eigenen Loot findet. So. Jetzt können wir uns mal weiter auf die Suche nach unserem eigentlichen Quest machen. Oh, das hier ist so, ich nenne es mal ein Schatzgoblin. Wie bei Diablo. Die gibt es irgendwie in verschiedenen Aussehen. So. Halt jetzt, die kommen auch recht häufig. So, jetzt lassen wir erstmal hier grünen Kram, nehme ich noch mit, das kann man noch verkaufen. Und dann lassen wir euch mal hier in Ruhe, oder ihr lasst mich jetzt mal in Ruhe. Und dann gucken wir mal, wie unser Quest weitergeht. Dass ihr davon auch noch was seht. Also man hat es nicht nötig, gerade wenn man es eilig hat, mit allem, was steht, zu kämpfen. Man kann hier wirklich stundenlang mit allem, was steht, kämpfen. Und gerade wenn ich jetzt so einmal mit meiner Anstürmattacke da einmal durchrenne, waren es bei den einfachen grauen Mobs das eh schon gewesen. Oh, da ist noch so einer. Da ist mir auch alles andere egal. Das Schöne an denen ist die... Wo ist er hin? Die kriegt man sogar relativ leicht um, wollte ich sagen. So ein Medi-Weg, so ein Medi-Kit kann man mitnehmen, aber da habe ich jetzt auch schon wirklich 100 gefunden. Das ist jetzt nicht verkehrt. Die habe ich auf H liegen, oder die hat man, glaube ich, automatisch auf H liegen bei der Standardkonfiguration und heilt sich dann. Aber wenn ihr unten seht, links mein Leben, die 2900 irgendwas, oder läuft ein Daredevil mit? Was wollte ich sagen? Ja, willst du mitrennen? Der sucht wahrscheinlich, hier geht's lang. Hier gibt's einen Weg, sehr schön. Vielleicht finden wir hier irgendeine Quest. Look out for another... Okay. Jetzt kommen hier noch ein paar Leute von oben. Hallo, ich würde gerne mit dir reden. Ich muss die wahrscheinlich erstmal alle hier clearen. Shield Agent James Wu. Hat Wu dich geschickt, um herauszufinden? Ja. Hier ist ein... Ach nee, oben ist der. Ein Eingang. Da gehen wir auch mal direkt hin. So, und das hier ist jetzt wieder so eine... oh, Elektra. Dient derzeit der Hand als Meisterassassin. Und so, das ist jetzt wohl Turm der Hand entdeckt. Ups, nee, ich will hier mich nicht teleportieren. Wir können mal gucken, ob ich genug Platz noch habe. Also grauen Dreck kann man wirklich wegschmeißen. Ich kann auch Klamotten von anderen Helden aufnehmen. Jetzt zum Beispiel hier habe ich von Mr. Fantastic was gefunden. Ich habe hier so ein Team-Stash, den kann man da nutzen für den Kram, was alles Team ist. Hier habe ich sogar violette Schuhe von Mr. Fantastic. Die droppe ich jetzt irgendwann mal draußen, wenn einer von einem Mr. Fantastic neben mir steht. Vielleicht kann er die gebrauchen. Wenn man so einen Event-Boss tötet, kriegt man so eine Medaille hier. Also ich habe da schon ein paar mitgenommen. Die kann man hier oben dann anlegen, aber auch da lohnt es sich erst wirklich für die höherleveligeren zu sparen. Die sind sogar in Ordnung, die Schuhe. So, ich mache jetzt mal hier wirklich das Singleplayer-Quest. Oder...
So, das sind die Ninjas der Hand. Da kommt auch ein blauer mit. Aber auch ein blauer Boss, blauer Gegner ist jetzt noch nicht so herausfordernd für mich. Die können sich teleportieren oder wie? Also dann wird es jetzt wirklich ab dem gelben oder halt so ein Event-Boss, die sind dann schon wirklich anstrengend. So, hier hinten ist nochmal ein Gang oder irgendwas. Aber da das hier so nice aussieht, gucken wir hier auch erstmal durch. Das ist auch eine Attacke von mir. Oh, da kamen auch wieder irgendwo drei her. Also hier, was ich im Endeffekt ja euch nur sagen will, ich werde hier kein Let's Play draus machen. Durchaus möglich, dass ich immer mal... Ah, hier. Aufzug. Immer mal jetzt das machen, zeigen werde, weil ich es hier weiterspiele. Es wird natürlich erst richtig interessant, wenn wir auch von den hochleveligen Events reden. Das heißt, ich kann, es geht bis Level 60 hier hoch. Hier hat jemand was für mich liegen gelassen. Also das ist dann so quasi... Ach, hier steht eine. Das ist quasi so Materialien zum Bauen. So, da kann ich mein Schild werfen. Muss ich noch nicht mal nah ran. Was ist hier? Ja, es gibt immer solche kleine Zwischendinger. So, jetzt hier, der hatte ja den einen Mensch, der da eben noch auf dem Boden lag, bedroht. Wenn ich den befreie, gibt es auch ein paar extra Bonuspunkte. Also, alles sehr nett und schön gemacht. Okay, hier scheint dann der nächste Aufzug zu sein. Hier kann ich mir die Leute aber mal alle... Das mit den Kissen finde ich cool. Das habe ich noch gar nicht gesehen, dass man die vor sich her schieben kann. Hey, weicht nicht meinem Schild aus. Ein blauer Gürtel ist okay. Und jetzt gehen wir hinten zum Aufzug direkt hoch. Ich habe natürlich wieder nicht auf die Uhr geguckt, aber ich denke hier das Singleplayer-Ding, egal wie lang es jetzt dauert, können wir noch gemeinsam machen. Hier in der Mitte, da kommen schon ein paar hinter mir hergerannt. Na, wo seid ihr? Draußen stehen auch welche. Ja, toll, Schild in die total falsche Richtung geworfen. Und hier habe ich wohl auch ein bisschen jetzt die Dekoration kaputt gemacht, aber... So, das rote Teil kann ich nicht haben. Verwegene Maske. Naja, das nehmen wir mal mit. Hier muss wohl auch einer sein. Ich laufe aber immer gern ganz durch. Das ist halt, wenn ihr bei mir Action-RPG oder so guckt, dann müssen wir da auch gemeinsam ganz durch, weil wir könnten Achillas kämpft gegen Elektra. Aber wo? Ah, es ist wahrscheinlich ein Multiplayer-Ding. Kann ich mich hin teleportieren? Kann ich ihn teleportieren? Das ist dann, sind wir da gemeinsam reingegangen und der ist vorgerannt. Ich hatte da doch, glaube ich... Er hatte das vorhin, glaube ich, gesehen, aber ich teleportiere mich einfach mal hin. Also wie man es auch kennt. Okay. Hier kämpfen einige gegen Elektra. Ninja der Hand. Wo ist denn der Achillas? Der ist, scheint aber schon nicht mehr da zu sein, aber das ist okay. Ich denke, dass wir hier, ach da, das ist er. Ja, das ist der Blaue, der mit mir da vorhin reingerannt ist. Ich habe schon gedacht. Also es gibt sowohl Single- als auch Multiplayer-Kampagnen, aber hier... Ist die Elektra-Medaille, das ist eine blaue Medaille. So.
Okay, er ist durchgegangen. Jetzt gucken wir uns dann noch das hier an. Überraschungsparty? Die liebe ich. Nein, nicht ganz. Kingpin. Ich habe hier eine Unterlassungsanordnung. Und den Beweis, dass mein Klient Wilson Fisk rechtmäßiger Besitzer dieser Tafel ist. Wenn sie ihm umgehend ausgehändigt wird, erklärt er sich bereit, keine Anklage zu erheben. Bitte was? Diese Winkeladvokatin hat leider recht. Händigt ihnen die Tafel aus. Hill, das ist doch nicht dein Ernst. Her damit. Oder es wird vor Gericht so hässlich, dass ihr dieses Gebäude, eure Spielsachen und die süßen Flügelchen am Helm des Captains verliert. Halt! Wir können doch nicht... Leider doch. Es ist noch nicht vorbei. Wie konntest du das zulassen? Ich kann leider nichts tun. Ich bin nicht Nick Fury. Ich muss dem Gesetz folgen. Was machen wir jetzt? Findet jemanden, der Wilson Fisk und sein Imperium bis ins kleinste Detail kennt. Findet einen Weg, ihm das Handwerk zu legen. Wisst ihr was? Ich kenne da genau den richtigen. Da dann, Spidey, zeig uns mal... Oh. Der Kingpin, richtig? Du bist gut, Yurik. Okay, ihr müsst Folgendes tun. Mir gefällt nicht, wie dieser Mann hinter dem Gesetz versteckt. Solche nette Zwischensequenzen haben wir da natürlich im Spiel auch immer. Und wir müssen immer bedenken, es ist Free-to-Play, also darum ist jetzt hier nicht so der... Hier sind nochmal zwei Eingänge. Also darum finde ich, muss es noch nicht mal da so full animiert sein. Aber, ja. Wir reisen in den Avenger Tower. Jetzt sehen wir das nochmal, oder wie? Gut, das drücke ich jetzt mal auch wirklich weg. Ja, wir sind auch ein Level... Nee, wir haben nur einen Bonuskraftpunkt gekriegt, den wir verteilen können. Aber hier unten Levelbalken, das ist halt alles normal Action-RPG. Und ja, darum sage ich, das war für heute Mr. Angezockt spielt... Sting. Mr. Angezockt spielt Marvel Heroes 2015. Hier werde ich mit Sicherheit kein wirkliches Let's Play draus machen. Ich werde immer mal reingucken, weil ich es auch weiter spielen werde. Und wenn es jetzt irgendwas Tolles gibt, dann... Neues Quest angenommen, dann oder ich Level 60 bin und euch dann den High-End-Konten zeigen kann, dann schon eher. Aber hier erstmal als auf jeden Fall ein Muss als Spielempfehlung und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Moment, ich nochmal. Und hat's dir gefallen? Ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du mehr Action-RPGs haben willst, dann schau vielleicht mal da rein. Für Strategiespiele packe ich dir da was hin. Und wenn dir es gefällt, bleib doch einfach hier im Kanal und ich freue mich über dein Abo.